S-O-S. S-S-O-S. Mein Herz ruft S-O-S. Gefühle sind schon längst über Bord. Und jetzt nochmal hier. S-S-O-S. Weiß ich jetzt, bekommen wir Frieden fort von diesem Ort, von diesem Ort. Die 2TV bei PSV trifft Musik und neben mir sitzt Marc Koch. Hallo, ich grüße euch. Marc, sag mal, bei dir in letzter Zeit, das geht ja richtig ab, ne? Ja, im Moment geht es super ab, also ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren, also jeden Tag immer positive Resonanz, auch natürlich negative Resonanz, aber in Bezug auf Kritik und sowas alles, die ja auch natürlich am Ende sehr positiv sind. Ja, ich habe ein super Team mit dem Eddie Schittenhelm als Manager dahinter und wir planen jetzt gerade, das darf ich schon verraten, die nächste Single, die jetzt dann kommt. Ich darf aber nicht zu viel verraten. Ich darf noch nicht so viel verraten. Ich habe nicht gefragt, wie sie heißt. Ich wollte nur wissen, wann. Dieses Jahr noch. Okay. Nein, wird jetzt zeitnah irgendwann passieren. Wir sind mit So wie es immer war, starte ich im Moment ziemlich gut durch gerade, ist in aller Munde. Aber es muss was noch Tolleres und Größeres vielleicht auch noch kommen. Wer weiß, wer weiß. Im Moment sind wir sehr zufrieden und wie gesagt, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, Tiefstapeln ist angesagt. Und dein Tiefstapeln kommt ja im Moment ganz groß raus. Ja, im Moment haben wir, also ich sage immer von mir aus, man hat erst was erreicht, wenn man wirklich die Füße hochlegen kann und sagen, das Geld kommt von alleine. Aber ich bin genauso ein Künstler wie viele andere auch da draußen, die einfach nur Spaß an der Musik haben und die gerne Vollgas geben auf der Bühne. Mir macht Spaß und ich bleibe einer von euch da draußen, auf jeden Fall weiterhin, auch wenn der Erfolg vielleicht dann noch größer wird. Ist ja auch gar kein Problem. Sag mal, du kannst ja noch nicht von der Musik leben. Nee, noch gar nicht. Also ich kann verraten, Nebenjob durfte ich schon aufgeben dafür. An der Tankstelle Autos putzen, das brauche ich nicht mehr. Immerhin etwas. Allerdings, man muss immer überlegen, was heißt von der Musik leben. Ne? Man hat ja immer persönliche Vorstellungen von Leben. Macht mega Spaß, ein super Zubrot und wenn es mehr ist, ist auch nicht schlimm, aber wenn es auch weniger ist, wie bei solchen Veranstaltungen, wo es dann für einen guten Zweck ist, bin ich da sofort in erster Reihe und feiere dann genauso mit wie alle anderen auch. Du bist also nicht darauf angewiesen in dem Sinne, du hast deinen ganz normalen Job wie alle anderen auch? Genau, ich gehe von 8 bis 16 Uhr arbeiten, ganz normal wie jeder andere auch, habe einen Chef auch noch über mir und bin auch einer von vielen im Lager. Gott sei Dank, nur die Einzelnen wissen es, dass ich Schlagersänger bin. Ja, man darf sagen, ich habe da schon einen Spitznamen weg. Die nennen mich alle Wendler und Helene, aber wir lassen das jetzt einfach mal. Ist halt nee, diskutiere ich super gerne mit dir, Aldi, weil ich gebe zu, ich bin Schlagertussi, okay. Stehe ich zu. Ja. Egal, wo ich auftrete, ob jetzt privat oder beruflich. Okay, beruflich hat natürlich wenig mit Schlager zu tun, aber es weiß jeder, ich bin Schlagertussi. Ich stehe dazu. Warum auch nicht? Ja, wie gesagt, mir ist es auch egal, die können mich auch alle Heino nennen, ich stehe dazu. Es gibt viele, viele in meinem Kreise, die sich am Anfang viel von mir abgewandt haben, weil sie nie daran geglaubt haben, an dieses Ding, was ich da gerade durchziehe mit der Musik. Ich wurde viel belächelt, ich glaube, das kennt fast jeder Künstler, jeder hat gesagt, das wird nichts. Und jetzt auf einmal geht es dann los, ich lebe für den Schlager, ich höre wie gesagt privat auch WDR 4 und bleib trotzdem immer noch der stolze Pur-Fan. Und damit wurde ich auch schon ausgelacht, aber das ist mir egal. Ich mache das, was mir am besten gefällt und das ist einfach die Musik, der Schlager. Und wenn ich sehe, dass Freunde und Fans vor der Bühne abgehen, dann ist es dann nochmal eine Bestätigung dazu, dass es passt einfach. Richtig. Und was ich zum Beispiel finde, sind wir doch bitte mal ehrlich, ab einem gewissen Pegel singt jeder Schlager. Ist allerdings richtig. Da kann ich das beste Beispiel kann ich echt nennen. Also wenn im Freundeskreis, wenn ich sage, ich bin Pur-Fan, alle so, boah, voll der Scheiß und so, wie kann man denn darauf abgehen? Ja, aber gib denen mal 7 Bier und 3 Wasser, dann feiern. Können die Lena live singen? Die singen Lena live und singen Töne, da komme ich noch nicht mal dran. Aber die kennen die Texte alle, also so schlimm kann es eigentlich gar nicht sein. Richtig, das ist es ja, was ich damit meine. Schlager verpönt ohne Ende und boah, nee, will ich nicht. Aber im Endeffekt haben sie alle drauf. Ja, ist echt so. Also ich glaube, der Hype ging so los. Auch der Ballermann, klar, natürlich. Da sehe ich ein bisschen so zwiespaltig. Ballermann, klar, Schlager, aber Ballermann ist eine eigene Kategorie. Also der Hype kam natürlich jetzt mit Helene Fischer, die jetzt auch wieder super drauf ist und wieder ihre Hits hat.
ich denke, die jüngere Generation wird immer mehr auf den Schlager fixiert sein. Das heißt auch, weil die Eltern, der Bruder und der Onkel auch alle Schlager hören. Ich glaube, es kommt im Moment auch sehr gut an. Mich wundert immer, dass alle die Texte können. Ich noch nicht, von den vielen Künstlern. Ja, bin noch sehr frisch, aber ich bin da echt beeindruckt. Also eine Single ist draußen und der eine oder andere kann es schon direkt singen. Auch mit 6 oder 7. Richtig, und Oma und Opa machen auch mit, weil so alt sind die ja auch noch nicht. Also von daher, der Schlager lebt. Der Schlager lebt. Also ich denke, okay, ich habe den Klassiker natürlich erlebt. Meine Oma hat es mir beigebracht, ne, mit WDR 4 und allem drum und dran. Damit bin ich groß geworden, auch Frühstücksfernsehen, immer wieder sonntags mit Marmeladenbrot und Stuten. Ich hätte auch nie daran geglaubt, dass ich irgendwann mal Schlager singen werde. Aber es ist mein Ding. Hat angefangen mit Pur, um nochmal den Kreis zu schließen. Und ich freue mich auf alles, was demnächst auch kommt. Kann ich mir vorstellen. Jetzt, du sagst gerade Pur, also irgendwie so ein Idol von dir. Ja, aber hallo, also Hartmut Engler, der Sänger, ich bin so ein Fan. Also am 2. September ne, bin ich auf Schalke, Pur and Friends. Ich reiß den Jungs hinterher. Ich habe den Bonus vielleicht auch, was heißt den Bonus? Ich kenne den Gitarristen sehr gut von Pur. Es ist meine Band. Also ich habe damit angefangen, eigentlich mit dieser Musik, den Schlager. Es ist ja gar kein Schlager, das sagt man immer so viel. Ne? Pur ist Rock-Pop-Musik. Ja, ist kein Schlager. Ne? Dann sind wir wieder Ballermann, Schlager pur. Ne? Es gibt, Musik ist Musik und jeder soll interpretieren, wie er meint, in welche Richtung das geht. Richtig, aber Hauptsache deutsche Musik. Aber du sagtest ja. Pur. Ich habe zum Beispiel, vor 2 Jahren war das schon, habe ich den Roland Bless live gesehen und kennengelernt, ein klasse Interview mit ihm geführt. Und selbst er jetzt ist ja solo unterwegs, genau. Auch hammermäßig. Ja, gut. Er war halt, glaube ich, derjenige, der auch die Gitarre gespielt hat, den Bass. Ne? Ich denke, im Großen und Ganzen, Pur hat Fans weltweit vielleicht auch noch. Die Reichweite ist unglaublich. Da hört wirklich von klein an, werden die Kinder nach Namen genannt, wie Lena zum Beispiel. Ja, ich glaube, als Lena rauskam, ich glaube, der meiste Name im Krankenhaus war Lena. Ja, jeder einzelne Künstler hat seinen eigenen Charakter, wie bei uns persönlich. Jeder Einzelkünstler ist verschieden. Gott sei Dank ist es so. Und da sind wir wieder beim Thema, ich bin derjenige, der da auf dem Boden bleibt und dann vor der Bühne feiert, anstatt im VIP-Bereich Vollgas gibt. Richtig, und das sehen wir ja auch live. Und Marc, ich danke dir ganz herzlich. Und du weißt, wir werden dich weiterverfolgen, ne? Ich weiß. Ich danke euch und viel Glück für euch und viel Erfolg. Danke dir. Danke auch. Tschüss. So wie es immer war, das ist doch nicht normal. Da steckt noch alles tief in mir. Seit 2004, so wie es immer war. Wir treten völlig auf, hatten eine Achterbahn im Bauch. 2004, das war im Sommer 2004. Oberhausen, mach's gut, tschüss! So wie es immer war. Das ist doch nicht normal. Da steckt noch alles tief in mir. Seit 2004. So wie es immer war. Wir treten völlig auf. Hatten eine Achterbahn im Bau. 2004. Das war im Sommer 2004. Dankeschön, mach's gut, tschüss.